Sehr viele Menschen heute leiden unter finanziellen Problemen. Ihre finanzielle Situation ist schwierig, ist problematisch. Sie fragen sich, wie sie ihren Lebensunterhalt bewerkstelligen können. Sie fragen sich, wie sie die notwendigen Dinge kaufen können. Vielleicht reicht die Rente nicht oder Arbeitslosigkeit droht. Oder du leidest unter Hartz IV. Oder ein Unternehmer steht vor der Insolvenz, muss vielleicht Hunderte von Mitarbeitern entlassen. Finanzielle Probleme können etwas sehr Furchtbares sein, was uns unglaublich bedrückt. Und wenn du unter finanzieller Not stehst, dann möchte ich dich einladen, jetzt mit mir gemeinsam zu beten. Lieber Herr, ich komme zu dir mit leeren Händen. Ich komme zu dir, weil meine finanzielle Situation wirklich schwierig und problematisch ist und ich dein Eingreifen dringend brauche. Herr, ich akzeptiere, dass nicht meine Arbeitskraft, dass nicht mein Sparkonto oder meine Geldanlagen oder die Aktienkurse oder die Wirtschaft verantwortlich ist für meine Versorgung, sondern dass du der Versorger bist. Und ich akzeptiere, dass du derjenige bist, der mich segnen und versorgen will und der volle Genüge für jeden Lebensbereich hat. Herr, ich möchte deshalb um dein Eingreifen bitten. Ich möchte dich bitten, dass du die Not wegnimmst, dass du Segen gibst. Ich bitte dich um finanzielle Versorgung in dem Maße, wie sie notwendig ist. Ich bitte dich, dass du in übernatürlicher Art und Weise Türen öffnest, die ich noch nicht gesehen habe, Möglichkeiten schaffst, die mir bis jetzt unbekannt waren. Herr, ich bitte dich um deinen Segen und dass du diese finanzielle Not jetzt wendest. Ich komme vor dich im Namen Jesus und erbitte das von dir als dein Kind. Amen. Wir sind gewiss, wenn du dieses Gebet gebetet hast, dass sich deine Situation langsam oder vielleicht auch schnell verändern wird. Du musst weise sein, wie du mit den dir anvertrauten Finanzen umgehst. Das ist etwas, was Gott dir gibt, damit du in weiser Haushalterschaft das in richtiger Weise investierst. Viele Menschen legen ihr Geld irgendwo an, weil sie meinen, sie haben dann da fürs Alter oder für Notfälle ihre Versorgung. Das ist nicht biblisch. Die Versorgung kommt allein von Gott. Und überleg, wo du deine Sicherheit drauf gesetzt hast. War es auf deinen Geldanlagen? War es auf deinem Arbeitsplatz? War es auf deiner Leistung? War es auf der Rente? Überlege, wo du dein Vertrauen draufsetzt. Und vielleicht ist es ein Punkt, wo du auch Buße tun musst. Wo du sagen musst, Herr, ich habe hier falsch gelegen und ich möchte dich bitten, dass ich da den richtigen Blickwinkel bekomme. Und ich möchte dich bitten, dass du mir auch zeigst, wo ich mein Geld sinnvoll, dir wohlgefällig investieren soll. In Gemeindeprojekte, in Notsituationen in der dritten Welt, zum Aufbau deines Reiches, wo auch immer. Wenn dich das betrifft, möchte ich dich auch bitten, dass du da in diesem Punkt weiter am Herrn dran bleibst und schaust, dass du in Weisheit mit dem Geld und den Finanzen und den Möglichkeiten, den Ressourcen, die er dir anvertraut hat, damit umgehst. Dann sind wir gewiss, Gott hat viel mehr für dich.